Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleblocher. Leute haben geschrieben, wir haben immer die gleichen Bilder hinein, oder? Das ist aber nicht der Grund, dass alle in der Ausstellung sind im Wallis, oder? Nein, da jetzt nicht. Also, meine, die Hose Bilder tun nicht den Alltag ändern. Die sind jetzt da, weil die meisten Bilder habe ich jetzt in der Ausstellung. Schon ein paar Hodler, aber die sind jetzt nicht von da. Und das sind die Ankerbilder, die jetzt im Wallis sind. Aber es ist ein riesen Erfolg dort unten, glaube ich. Ja, oder? Das ist ein grosser Erfolg. Denn Anfang März, April und jetzt der erste Hälfte Mai 50'000 Besucher. 50'000, ja. Ja, das haben sie also nie gehabt, oder? Und schön, dass die Leute so Freude haben und die Wälzchen. Das ist eben auch der Vorteil. Sie müssen nicht alle die grossen Kunsthäuser. Und die machen auch nicht so eine Ausstellung, wo die Leute so die Masse kommen, oder? Das sind mehr so kunsthistorische Finessen. Also jetzt ein paar Bilder vom Hodler habe ich ja in der Ausstellung in Zürich. Apropos Hodler, das sind moderne Künstler, die den Hodler imitieren. Also Hodlerlandschaft, aber dann nicht gleich wie der Hodler, nur ähnlich. Und dann eine Bombe, die auf die Landschaft runterfallen. Das gut, ist das vielleicht moderne. Die heutige Realität, oder? Ja, man weiß jetzt nicht. Also mindestens die Bilder vom Hodler, die also den Genfersee zeigen und Stockholm und den Brienzer und den Thunersee, die fallen jetzt also keine Bomben runter. Also. Jetzt kann ja das der eine machen, aber das hat an sich nichts mit dem Hodler zu tun. Oder? Aber es ist gleich interessant, also die reine Lehre, also die reine Ankerausstellung, riesen Erfolg. Und jetzt Kunst aus Zürich, hat man gestern gelesen, ist ein bisschen weniger Erfolg, Zuschauerzahlen gehen zurück. Hängt das vielleicht auch mit dem zusammen, dass man dann irgendwie so Ausstellungen macht, eben nicht den Hodler in der letzten Konsequenz, oder? Also man muss jetzt sehen, das sind ja Kunsthaus sagt, Zahlen gehen zurück. Für die allgemeine Kunstausstellung, das sind ja Dauerausstellungen. Und was komisch ist, die Zahlen sind nicht überragend, obwohl es ja ganz ein neues Kunsthaus geht mit der Bürlesammlung. Ja, aber jetzt hast du die Bürlesammlung immer in der Kritik gesehen. Jetzt kann man ja sagen, negative Publicity ist auch Publicity. Da hat scheinbar schon Einfluss gehabt, oder? Ja, der negativ. Ja. Weiß es nicht. Sie haben doppelt so viel Fläche, also steht in der Zeitung, ich weiß nicht, ob es stimmt, und zurückgehende Besucherzahlen. Gut, das ist natürlich auch vom Kunsthaus gesteuert. Sie haben 4,5 Millionen Verlust. Ja, sehr viel, das ist sehr viel, ja. Und die Kunstgesellschaft, die ist also dann, ja, eine private Gesellschaft, da sind ja die sogenannten KfW der Wirtschaft drin gewesen, früher der Herr Kielholz da, der Credit Suisse und Zürich Versicherung, dann, also da immer der ganze Filz ist dort drin gewesen, oder? Und ihr solltet ja etwas verstehen von Wirtschaft, oder? Und merken nicht, dass wenn man so viel mehr Fläche hat, dass das teurer kommt und scheinbar halt nicht mehr Besucher bringt. Und jetzt ist ja der Herr Hildebrand, da der frühere Nationalbankpräsident, der musste gehen, weil er mit Währungen spekuliert hat, oder? Und jetzt sagen sie, ja, das müssen wir da nicht bringen. Und ich habe gelesen, die nehmen jetzt eine grosse, so von dieser ganz teuren Gesellschaft als Berater, um das in die Ohren zu bringen. Also, kostet auch wieder, oder? Ja, das kostet am Schluss und bringt nichts oder wenig bringt es, wenn es nicht noch schlimmer wird. Und am Schluss, wer muss das zahlen? Also die Eintrittspreise dazu, dann zahlt sie Besucher und der Steuerzahler natürlich zahlt zum Schluss. Und jetzt, sie haben ja bereits ein Gesuch, wenn sie machen, in der Stadt Zürich, gut, die zahlt vielleicht noch eher als der Kanton, aber trotzdem. Ja, aber was müssen wir denn eigentlich machen? Ja, man müsste ein sauberes betriebswirtschaftliches Konzept machen. Also ich bin jetzt auch nicht der Führer von einem Kunstmuseum für die Öffentlichkeit. Aber zum Beispiel eben das private Museum ist ja eine Stiftung, die Stiftung Giannata im Wallis, der muss rechnen. Der kann nicht Sachen machen, wo er einen riesen Verlust hat, sondern da muss die Rechnung aufgehen. Nicht Gewinn machen, aber sie muss aufgehen. Und dem seine Ausstellung, die er macht,
die sind immer kostendeckend im Gesamten. Wir hatten auch mal ein Loch. Und der Zürich müsste, der Kunsthaus müsste vielleicht auch schauen, dass man das so macht. Und also, aber da braucht nicht ein grosses, teures Büro. Was ist da noch? Was kostet der Raum? Wo kann ich da reduzieren? Wo kann ich machen? Was kann ich für Ausstellungen machen, die Leute bringen? Also, da sieht man jetzt im Wallis, der hat eine grosse Ausstellung, vor allem auch mit französischen Impressionisten, die er anbringt, oder? Aber er macht jetzt schon die drei Tanker-Ausstellungen in den letzten 30 Jahren. Mit ihren Bildern großteil, oder? Ja, natürlich. Verlangen Sie, denn, etwas, wenn Sie jetzt Bilder dort haben? Nein, verlange ich nichts, nein. Aber es ist immer die gleiche Regelung. Von Nagel zu Nagel heisst das, wenn eines Bild abhängt von der Wand, bei mir hängen sie ja Schnüre, aber wir haben ja Nagel sein. Bis es wieder oben hat, muss er Kosten tragen. Also Transportkosten, Versicherung natürlich. So das ist relativ teuer, oder? Ja. Bilder müssen verglaset werden. Aber wie teuer ist jetzt einfach zur Vorstellung, die Versicherung, jetzt, wenn jetzt der würde ausgestellt werden, ja, dann macht eine Schätzung, wie teuer das der Bild ist. Ja, weiß jetzt nicht. Ja, ja. Natürlich, Versicherungskosten sind dort, wo ganz ein hoher Schutz ist, auch kleiner, oder? Also bei mir, wo die Bilder so eingeschlossen sind, kann man baulich natürlich sehr gut machen, also dass man praktisch gar kein Bild stellen kann oder verunmöglichen. Aber wenn du natürlich 50'000 Besucher hast, ist eben, natürlich die Gefahr grösser, oder? Also nicht nur verschwinden, sondern es kaputt machen und so, dass da sind die Kosten höher, aber ich weiß es jetzt nicht. Ich habe nichts zu tun mit dem. Ich verlange nur, dass eine Versicherung abschließt. Und das müssen sie machen, oder? Gehen wir mal generell. Eben. Wir haben gesagt, die Kunst aus Zürich sind gestern in Zürich alle ein bisschen schockiert, dass das so defizitär ist. Neu eröffnet worden, die Diskussion im Bürli und jetzt plötzlich das Defizit. Wir haben aber auch noch andere Fälle. Eben. Jetzt im Kanton Zürich, Spitäler, Kinderspital. Ja. Dann haben wir doch noch Witziken, wo plötzlich, das ist ja für die Schweiz eigentlich außergewöhnlich, dass einfach ein Spital nicht mehr fertig gebaut wird. Oder? Ja. Gut, dort ist ja noch meins mit dem Generalunternehmer gelesen. Das ist ja. Aber es ist gleich eine neue Entwicklung, oder? Der hat natürlich gemerkt, dass die anderen geschwächt sind, wenn sie in dieser Verlustsituation sind und man nicht weiss, machen sie Konkurs. Hat er gedacht, jetzt kann ich den raus. So habe ich das ein bisschen angeschaut. Aber die haben da während dem Bau schon meins gehabt, oder? Aber im Grunde genommen ist es überall das Gleiche. Man hat in den letzten 30 Jahren Spitäler gebaut und niemand war eigentlich dagegen gewesen. Man hat schon ein schmures Gefühl gehabt, ist echt das nötig? Und der Kinderspital, der Prunkbau, oder? Mit dem Stararchitekt. Herzog Dömerow, ja. Ja. Ist das nötig? Und witzig genau, fast blindlings hat man die Spitäler gebaut, weil es ist etwas Gutes, Spitäler. Weil, aber es hat niemand richtig gefragt, braucht es die eigentlich? Und braucht es in ihrer Perfektion? Und ist es eigentlich nötig, dass jedes Spital das macht? Gewisse Sachen und so teure Apparatur und so. Alle diese betriebswirtschaftlichen Überlegungen hat man auf die Seite geschoben. Und es war Mode, gute Spitäler bauen. Und jetzt merkt man halt, es geht nicht mehr. Das Gleiche ist mit den Spitälern, das Gleiche ist mit dem Kunsthaus. Was war da für eine Lobhudelei, dass man noch ein neues Kunsthaus macht? Auch mit einem Stararchitekt. Chipperfield, ja. Ja, von England, ist, ja. Ist auch eindrücklich. Ich meine, ein Stegenhaus von der Breite können ja 1'000 Leute gleichzeitig da steigen auf. Und dann können ein paar einzelne Besucher rein, oder? Also, aber es ist immer in der wirtschaftlichen Entwicklung, das ist bei den Unternehmen auch so. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen und dann macht man die Augen zu. Und man sollte einfach kritischer sein, es sollte einfach mehr Leute geben, die Nein sagen, damit sie die negativen Aspekte vorbringen können. Man kann es dann vielleicht gleich noch machen, aber man passt dann mehr auf. Sie glauben, also, man ist eher naiv, jetzt auch bei dem Kinderspital oder Wetzikon eingelaufen, oder? Eindeutig. Also, man hat das nicht sauber abgeklärt, nicht sauber gerechnet.
Und dann hat man noch Leute an die Spitze getan, die gesagt haben, ja, die kommen ja aus der Wirtschaft, oder? Und natürlich, die haben auch Sponsorbeiträge natürlich gebracht, aber das hebt ja auch nicht. Das ist auch eine Erfahrung, wo man sagt, man muss aufpassen, wenn mit so freiwilligen Beiträgen, ja, das kann sein, dass es in der Zeit, wo es eben Mode ist, wo es gut rauskommt und wo es denen gut geht. Und das hört dann auch auf. Eine solide betriebswirtschaftliche Rechnung hebt eben länger als da die idealistischen Grundzüge, die es da gibt, oder? Und ich meine, ich habe schon gewusst, ich habe ja die Musikinsel Rheinau gemacht, oder? Ich habe gesagt, ich will keine Staatsbeiträge. Hätte man alles können haben. Weil da kommt der Staat in Schwierigkeiten, wo man abschränzen muss. Dort muss man dann auch abschränzen. Und wir zahlen darum einen Mietzins. Der Kanton hat die Möglichkeit gehabt, als Eigentümer das verlotterte, wunderbare Barockkloster zu restaurieren und hat den Mieter, der zahlt den Mietzins. Und ich habe so viel Stiftungskapital, 20 Millionen müssen machen, dass ich das 15 Jahre mieten und gesagt, im Schlimmsten, ich habe mit dem Worst Case gerechnet. Das ist ja das Prinzip. Schlimmsten Fall. Ja. Weil ich sage, wenn das geht, dann geht alles andere auch. Die meisten tun immer mit dem besten Fall, ja. Mit dem besten Fall zu sagen, ja, wir rechnen so viele Besucher. Das sind ja Fantastereien, oder? Und dann kommt es anders raus. Und dann geht es nicht mehr. Statt dass man sagt, ja, jetzt nehmen wir mal das ganz Schlechte annehmen, weil das Museum wird am schlechtesten besucht, hätte die Zürcher können sagen. Und ja. Also der schlimmste Fall wäre jetzt, wenn man würde sagen, es kommt ein Besucher pro Tag, oder? Ja, gut. Also, weißt, gut, wenig. Ja, ja, gut. Ja. Also, man kann ja mal schauen in den letzten 30 ja. Jahren, wo sind am wenigsten gekommen und sagen, ja, weißt du, wenn das ist, dann muss man ja eine Lösung haben für das. Und nicht sagen, oh, da werden dann so viele Leute kommen. Und jetzt lese ich in der Zeitung, jetzt haben sie doppelt so viel Fläche. Nicht daran denkt, viel mehr kosten. Und jetzt kommen noch weniger Besucher. Da stimmt doch etwas nicht, oder? Ja gut, aber man geht ja immer ein bisschen vom Prinzip Hoffnung aus, dass man sagt, am Schluss zahlt es ja gleich der Staat, oder? Ja, ja, eben. Ja. Eben. Also, das also eigentlich müsste ja... Das ist eine komische Hoffnung. Ist das Kunsthaus pleite, oder? Wenn man ja, so ja, ja, gut. Wer zahlt das? Wer muss eigentlich für die Fehlplanung anstehen? Vielleicht tun sie den Eintrittspreis an, dann muss der Besucher mitzahlen. Aber der Steuerzahler. Wir haben ja abgestimmt im Volk für die Vergrößerung des Kunsthauses. Ab 70 Millionen, ja. Ja. Man hat gesagt, das ist nicht alles, weil da werden auch noch grosse Sponsor gewesen, die da mitzahlt haben, oder? Und der Staat hat nur noch den Rest müssen zahlen. Das ist überhaupt das Gefährlichste. Wenn einer etwas zahlt, dass man dann sagt, ja, dann machen wir es auch. Und die werden ja wohl auch überlegt. Kennen wir von der anderen Sache, da bei der Credit Suisse. Wieso hat eigentlich da den Benko, der jetzt hier pleite geht, dem Liegenschaften-Jongleur, oder was der war? Immobilien-Tycoon, ja. Ja, ja, der. Was sind denn da für namhafte Leute, die da drinnen sind? Da können Sie jeden fragen, ja, man hat mir gesagt, der ist auch dabei, habe ich den virtuell angeschaut da, und dann mal der noch. Am Schluss hängen alle miteinander drin. Darum, ich kann nicht so gern, wenn es gemeinsame Finanzierung ist. Das ist ja Mode bei Bund und Kanton. Dann wer ist denn ein verantwortlich, oder? Ja, nein, das wollen wir machen, die Kantone. Der Bund zahlt etwas. Und der zahlt natürlich etwas, dass er reinschnurren kann. Ist ja klar. So verkaufen sie ihre Selbstständigkeit. Nein, man sollte eben wieder zurück zum seriösen unternehmerischen Denken. Und ich selber habe immer gesagt, man muss schauen, dass man nicht Geld nimmt. Das ist viel gefährlicher als zahlen. Weil wenn du zahlst, weisst du es, es ist weg. Aber wenn du es nimmst, weisst du nie, was daraus wird. Wird dir immer ein Vorkommen. Darum wollte ich in der Musikinsel Rheinau nicht, dass der Staat etwas zahlt. Also, er ist Eigentümer vom Haus.
Und wir sind Mieter, das ist ein super Verhältnis. Und er hat eine Miete. Und das Defizit, das so eine Institution kann bringen kann, zahlen wir selber. Aber da haben wir am Anfang schon immer gedacht und gerechnet. Und es war ja viel schwieriger gewesen als das Museum, weil wir haben gar nicht gewusst. Ja, aber dort haben wir ja. Das hat es noch nie gegeben in der Schweiz, oder? Also, und jetzt merken wir, es geht. Und jetzt müssen wir so weiter, oder? Damit jetzt haben wir schon die Begehrlichkeiten von anderen, oder? Ja, wenn natürlich. Wenn der Erfolg da ist, ja. Ja, wir haben dank dieser Miete, die wir gemacht haben, hat der Kanton das ganze Gebäude können mieten, hat auch noch die Hauswirtschaftsschule können mieten, hat den Platz schön gemacht, alles. Es ist wunderbar, jetzt ist das erhalten, das Kloster. Und jetzt kommen natürlich Begehrlichkeiten, wo das Museum auch gemacht werden drinnen und so. Und da haben wir jetzt ja gestern gerade Mitteilung rausgegangen, dass man sich einmal über ein Grundkonzept geeinigt hat, über den Deckpunkt, dass man vielleicht beides machen könnte. Muss jetzt alles noch abgeklärt werden, baurechtlich, denkmalpflegerisch und finanziell natürlich. Also es kommt darauf an, was kostet der Mietzins am Schluss, oder? Also, gehen wir noch von einem anderen Thema zu einem ganz fröhlichen Thema. Letzte Woche hat ja Ihren ehemaligen Parteipräsidenten Toni Brunner geheiratet. Sind Sie auch in dem Hosen gewesen? Ich habe irgendwo gelesen, ein Altbundesrat sei dort gewesen. Ja? Nein, er sei nicht dort gewesen. Er sei hier die Rampe gezogen. Ist klar, ja. Bekannt gegeben. Er hat sie natürlich bei sich oben gedacht. Also, ja, Haus der Freiheit. Ich bin nicht dabei gewesen. Sind Sie nicht der Altbundesrat gewesen? Nein, aber... Wer ist der da gewesen? Ja, ich weiss es auch nicht. Ich meine, Ueli Maurer oder... Adolf Ogi könnte es sein. Adolf Ogi könnte es sein, aber könnte ja auch einer von einer anderen Partei. Da weiss ich auch nicht. Das muss der Toni Brunner sagen, wer es war. Ich war es also nicht. Er hat das ja geheim gemacht, das Ganze. Haben Sie es denn erfahren? Ja, ich habe es vorhin erfahren und zufällig, aber... Ich habe selbstverständlich das Maul gehalten. Ja, sie haben nichts gesagt. Wenn es so geheim ist, muss es geheim sein, oder? Und, also Trauzeuge wollten Sie nicht machen, oder? Ja, ich bin nicht gefragt. Ja. Ich glaube, er hat als Trauzeuge da sein Brüder gehabt, ja. Mit dem und auch seinem Sohn. Ja. Wenn das stimmt, ist das schön, oder? Also, da weiss ich nicht sicher, ob er es dann gemacht hat oder wie er es gemacht hat. Aber das ist ja ihm seine Sache und das ist ja auch ein bisschen, eine grosse Sache. Man ist ja 27 Jahre mit ihr zusammen, also... Die leben ja schon, wie wenn sie geheiratet wären. Ja, ja, aber ist gleich. Ich meine, interessant, ist ja fast ein nationales Ereignis gewesen. Ja, das hätte... Also wir haben drei Zeitungen angerufen, ob ich an dem Hochsieg war. So, ja. Gut. Ja, das wäre eine Gewunderung. Ein Hochsieg ist ja immer interessant. Und in diesen Umständen, vor allem einer, der gesagt hat, man soll gar nicht heiraten. Haben Sie nicht auch noch ein bisschen beraten mitgewirkt, oder? Nein, da braucht er keinen Rat für das. Ich bin auch nicht Spezialist für das. Ich weiss nicht, ob das eine so gescheite Geschichte ist mit diesen Ehen und Heiratereien. Sagen Sie. Ich meine, Sie sind ja jetzt etwa wie lange geraten? Ja, mir Jahre. Schon, aber das haben wir ja gleich noch. Ja. Aber wenn ich sehe, was da oben angeschieden wird und so die Debakel, die das gibt, dann habe ich gesagt, ja, man könnte ja mal sagen, man muss die Ehe gar nicht mehr staatlich machen. Es ist einfach, jeder kann so einen Vertrag machen miteinander, wenn er will, oder? Und vor allem die Problem, das es gibt bei den Scheidungen, wenn Kinder sind halt, oder? Wenn nur zwei zusammen sind und scheiden, das ist wie ein Vertrag auflöst. Aber wenn Kinder sind und wir sehen ja auch die grossen Probleme, die wir haben bei den alleinerziehenden Müttern. Da sind natürlich viele von denen. Und jetzt gibt es dann auch zunehmend alleinerziehende Väter und das Gleiche. Ja, und finanzielle Abregelung. Ja, und finanziell ist es ein Problem. Ich habe die Bank gefragt, wo haben die eigentlich die Hauptverluste in den Hypotheken? Hat er gesagt, die Hauptverluste in den Hypotheken sind die Scheidungen. Dann haben die eine Hypothek für eine Wohnung, also eine Eigentumswohnung oder ein Häuschen. Und jetzt scheidet es, dann reicht es nicht mehr. Dann müssen sie verkaufen. Und dann müssen sie das zur Unzeit verkaufen, oder? Und dann verliert die Bank, wenn sie zu hohe Hypotheken gegeben hat. Aber zuerst verliert natürlich auch der, der es hat. Und dann gibt es da die berühmten Probleme.
Also, das, für mich stellt sich das Problem nicht mehr. Wir sind bald 60 Jahre alt. Ja, genau, wer jetzt denkt. Ja. Und wir auch jetzt nicht. Aber das hat nichts. Aber einen Vertrag haben Sie auch gemacht, nehme ich auch, oder? Ja. Oder nicht? Haben wir dann nicht gemacht? Nein, nein. Ja. Nein, da habe ich auch nie gedacht, ja kein Geld gehabt, oder? Ja, ja, ja. Wenn ich kein Geld hatte, ja. Haben wir nicht daran gedacht, weißt, dass einmal, wenn du vermöglich bist und ein Unternehmen. Aber wo jetzt Kind die Unternehmen übernehmen, die müssen das machen. Das habe ich da ja gesagt bei mir recht, als ich bekämpft habe. Da muss also Gewerbetriebe und Unternehmen, die müssen Eheverträge machen. Und das ist dann nicht gerade ehefördernd, oder? Wenn man muss einen Vertrag machen, dass wenn es dann passiert, dass du auseinandergehst, dass das Vermögen nicht geteilt werden darf. Ist dann auch schwierig, oder? Ja, da machen wir noch erinnern. Das war, glaube ich, Ihr erster nationaler Auftrag gewesen, oder Wahlkampf-Abstimmungskampf. Grosse Geschichte gewesen, ja, mit dem Ehe. Ja, ja, klar, ja. Oder? Wir haben ja ein lustiges Plakat gehabt mit dem Richter im Ehebett, oder? Zwischendrin. Genau, da hat es das erste Mal einen richtigen Preis gegeben. Ja, ja, ja. Und weiss noch, der Bundesrat Friedrich, der Hagenstolz, der hat noch nie eine Frau gehabt, oder? Der hat am Fernsehen gesagt, schau mal das furchtbare Plakat. Wir haben immer Freude gehabt, dass das einen zeigt. Aber wir sind auch nicht durchgekommen mit der Abstimmung. Allerdings 45% haben also dagegen gestimmt. Und man hat hier gesagt, ihr werdet sehen, es gibt viel weniger Scheidungen. Ja, jetzt schauen, es gibt viel mehr. Also, es hat sich quasi verdoppelt. Also, ist ja klar, das ist eine Illusion, weil Seherecht braucht man eigentlich erst, wenn es schlecht geht. Und wenn es gut geht, braucht man das nie. Oder? Also, aber wünschen wir dem Toni Brunner und seiner Gattin Esther Friedli alles Gute natürlich an dieser Stelle. Ja, jetzt ist ja klar, da, jetzt, sie führen jetzt miteinander das Restaurant, oder? Toni Brunner holt Gäste und schaut dafür da. Und sie schauen, denkt, dass es organisatorisch geht, das macht sie aber jetzt schon. Das ist also nicht ein Quantensprung. Oder? Ja, also wünschen wir auf jeden Fall alles Gute. Das war Tele Blocher. Nächste Woche gleiche Zeit wieder auf dieser Station. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis dann.